Du musst mit dem Ellenbogen innen gegen das Knie drücken. Ja. Ja, gut. Und heb nicht nur den Arm. Du musst das Gewicht zur Schulter ziehen. Sehr gut. Hochziehen und ausatmen. Und grunzen, das hilft. Sehr gut. Wenn du das öfter machst, kriegst du riesige Muckis. Ich werde der stärkste Typ im Football-Team. Ich sehe es schon vor mir. Brad Taylor, der muskulöse Sohn von Tim Taylor, greift sich den Ball. Aber die Steelers wollen ihm die Pille wieder abnehmen. Erst an der 30er, der 20er. Doch da kommt der Zufall. Seine Muskelberge haben ihn zu Boden gerissen. Hey, Brad, deine Muskeln sind ja unheimlich groß. Ehrlich? Ja, groß als deine Birne. Ich schmiede gleich eine. Keine Prügelei. Oder wir gehen zum Friseur. Wow, Muskelmänner in meiner hauseigenen Werkstatt. Falsch, Schätzchen. Hier läuft die Tim Taylor Testosteron Show. Ich habe eine Idee. Wir führen ihr was vor. Gewichte weg. Brad, zieh die Jacke aus. Schön locker machen, Jungs. Alles okay? Die Schwarzenegger-Beuge. Oh! Der Arschbacken-Wackler. Ah! Der Godzilla-Schocker. Oh, wie furchterregend. Unglaublich. 10 Punkte. Ich komme dich holen, weiße Frau. Wo ist die Öl? Mach einen Abgang, sonst schmier ich dich mit Schweineschmalz ein. Ich noch mal wiederkommen. Tim, holst du heute Abend ein paar Filme aus der Videothek? Ja, Dad. Hol mit auf der Kuscheltiere. Hey, ja. Nein, heute ist Familienabend. Ja, Jungs, eure Mutter hat recht. Wie wär's denn mit Panzerhölle? Ja! Hase, heute bin ich mal dran. Ich will Sound of Music. Ah! Ich geh ran. Familienfilm ist ja eklig. Dad, wie wär's denn mit Mrs. Zombie? Die hat eine Familie. Aber die hat sie gefressen. Tim! Ich komme! Er kommt sofort. Was denn los? Stu Cutler. Ruft das Akron an? Nein, er ist hier in Detroit. Toll! Hör mal, Hase, lad den Blödmann bloß nicht zu uns ein. Aber er ist einer meiner besten Freunde. Na, du Brechmittel? Wie hängst denn so? Und schlapp. So, haben sie dich mal wieder in die Stadt gelassen? Ja. Oh ja, wir müssen uns sehen. Jill würde sich sehr freuen. Heute Nachmittag. Ich muss heute arbeiten. Wir arbeiten den ganzen Tag, ja. Komm doch da vorbei. Ja, das wäre fantastisch. Aha, ich halte nicht nur die Ohren steif. Ja. Der gute alte Stu. Bitte sag, dass er nicht kommt. Heute ist Familienabend mit Chili Chips und Sound of Music. Ich habe ihn nicht hergebeten. Wir treffen uns nach der Arbeit auf ein paar Bierchen und dann komme ich sofort nach Hause. Allein? Ja, was hast du eigentlich gegen Stu? Als er das letzte Mal hier war, hat er mit seinem blöden Dosenbierspielchen mein gesamtes Wohnzimmer versaut. Ein Schaumschlag, der macht gern mal ein Späßchen. Das heißt aber für den, er besäuft sich und er macht Körpergeräusche. Na und? Er trinkt gern ein Bier und macht Musik. Ein musischer Mensch. Jemand, der Girl from Ipanema mit der Achselhöhle spielt, ist kein Musiker. Das würdest du nie schaffen. Tja, und will man dem bösen Winter ein Schnippchen schlagen, dann baut man einfach so ein Aluminium-Doppelfenster in das Holzrahmenfenster ein. Und nicht weniger effektiv und manchmal auch etwas billiger ist so eine Plastikfolie, die Sie am Fenster befestigen. Stimmt's, Al? Ja, das stimmt, Tim. Wir haben ja eine 3 mm dicke Plastikfolie. Und die ist 5 cm größer als der Innenrahmen. Richtig, Al. Und die haben wir hier oben angeklebt. Und jetzt schrumpfen wir sie, indem wir den Föhn anwerfen. Lisa? Hier ist er, Tim. Danke. Wir machen das, um eine schöne, faltenfreie Abdeckung zu haben. Ein
Föhn ist dafür am besten. Haben Sie keinen, sagen Sie einfach Ihrer Schwiegermutter, sie soll der Folie einen halben Tag lang Vorträge halten. Kind, ich war ja immer für Dr. Kaufmann. Der ist nämlich Gehirnchirurg. Nein, du musst aber den Werkzeugversager heiraten. Ich wollte nur, ich will keine Schwiegermütter verärgern, nicht wahr, Al? Das hast du schon, Tim. Das war's wieder mal. Tim, der König der Heimwerker, verschwindet. Aber denken Sie daran, Sie sollten die Doppelfenster rechtzeitig einbauen. Denn man kann nie wissen, wann die nächste Eiszeit kommt. Bis bald, Leute. Macht's gut. Schön, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch. Also bis Montag, Tim. Al, komm mal hier. Los, Mann, komm. Den verrückten Kerl hier kenne ich schon von der Highschool. Stu Cutler, Al Borland. Hallo, Stu. Hallo, Al. Schöner Bart. Du hast Chili verputzt, oder? Nein, das habe ich nicht. Tja, Al, du musst diesen Idioten ertragen, hä? Ja, das muss ich, Stu. Hat mich sehr gefreut, Stu. Ach, Al, du bist ein witziger Bursche. Danke. Al ist sehr still, aber beim Heimwerken hat er den Durchblick. Ja, warte. Das glaube ich nicht. Hier sieht er privat noch besser aus. Los, stell mich vor. Nein. Wieso nicht? Weil Lisa zu unserem Team gehört, wir befreundet sind und weil du ein geiler Bock bist. Jetzt pass mal auf, Tim, ja? Ah, ist du Cutler. Mach's gut, Tim, bis Montag. Bis dann, Liz. Ja, ja. Du hast's immer noch drauf, Cutler. Sie ist nicht dein Typ, Mann. Sie hat Augen. Na komm schon, jetzt trinken wir ein Bier. Ich zieh mich um, dann hauen wir ab. Zu dir nach Hause? Ich dachte, wir gehen in die Kneipe an der Ecke. Du willst mich nicht bei dir zu Hause haben, hm? Ich fänd's besser, wenn wir beide allein losziehen. Wenn ich schon in der Stadt bin, dann möchte ich natürlich auch die schlappe Jill besuchen. Jill versteht das, wenn wir allein losziehen. Aber, also... Du willst mich nicht bei dir zu Hause haben. Ach was, Kumpel, du bist natürlich bei uns zu Hause immer willkommen. Na bitte, fahren wir hin. Ja, wieso nicht? Ja, Jill wird überrascht sein, dich wiederzusehen. Ach, auf ihr Gesicht freue ich mich schon. Ich mich nicht. Jill? Jill? Hallo Tim, den bist du aber schnell losgeworden. Ich bin ihn nicht losgeworden, er sucht noch einen Parkplatz. Oh nein, du hast ihn mitgebracht? Jill, er will dich unbedingt wiedersehen, er findet dich nett. Das ist nicht wahr. Er macht sich lustig über mich und er zerquetscht Bierdosen auf seiner Stirn. Die müssen zerquetscht werden, damit man sie recyceln kann. Ich konnte ihn nicht abwimmeln. Ich konnte doch nicht Nein sagen. Er trinkt ein Bier und verschwindet wieder. Na gut. Aber wenn er unerträglich wird, dann werfe ich ihn eigenhändig raus. Was ist unerträglich? Wenn er sich wieder so mies benimmt, als käme er direkt aus dem Urwald. Aber das ist doch einfach nur natürlich. Nur ein Bier und er ist verschwunden. Ist das klar? Der alte Stu ist da! Ein Bier, Stu? Logisch, klar will ich ein Bier. Komm rein, Kumpel. Wo ist diese Jill? Ich bin hier. Hey, siehst du gut aus. Du hast abgenommen, hä? Ja, hab ich, danke. Das war doch aber ein sehr liebes Kompliment. Und wie geht's weiter? Nochmal 10 Kilo? Ja. Tim, wärst du nicht mit ihr verheiratet, würde ich sie nehmen. Denk doch mal drüber nach, Jill. Weißt du, dann wäre vermutlich vieles anders. Auf jeden Fall. Timmy, dann kämst du heute hierher. Und Jill wäre als Frau endlich befriedigt. Nach einem Bier redest du schon Schwachsinn. Ich hab's noch nicht mal aufgemacht. Und wo sind meine kleinen Freunde? Die sind draußen auf der Straße. Na los, her mit ihnen. Ich will eure kleinen Monster begrüßen. Aber klar, die wollen den alten Stu natürlich auch sehen. Brad, Randy, Mark... Schaumschlag! Nein, Stu, hör bitte auf damit. Ach, was? Das würde ich doch nie machen. Ich wollte nur gern Jills dummes Gesicht sehen. Da, siehst du? Genau das. Ach, ja. Hey, Randy! Komm her! Hey, Stu! Ah, super Brand. Jungs, ihr werdet immer größer. Ich glaube, bald könnt ihr Papa verhauen. Das können wir jetzt schon. Das tut weh. Onkel Stu! Marky! Komm her, mein Junge. Du wirst ja auch immer größer und stärker. Wir heben Daddys Gewichte. Willst du sie mal sehen? Klar, wo sind sie? In der Werkstatt, komm mit. Ja, komm mit. Daddy hat für Mami posiert. Posiert das was? Als Mann? Und? War er unerträglich? Im
Jedenfalls musst du eins zugeben. So interessant fängt ein Familienabend selten an, hä? Mhm. There she was, just a walking down the street, singing to her she looks good, she looks fine, she looks good, she looks fine, and I'm very lost behind. Hey, Taylor, hier fahren. Oh Mann, zerquetscht und ab zum Recyceln. Die Abmachung war ein Bier und er verschwindet. Ich mach das schon, Schatz, er wird bald weg sein. Hoffentlich. Verschwindet, Jungs, und helft beim Tischdecken. Ich muss mit Onkel Stu sprechen. Augenblick hier mal, Kumpel. Ich habe hier 150 Pfund aufgelegt. Männer, die kann euer lieber Dad garantiert nicht drücken. Mit einer Hand. Zeig's ihm, Dad. Ja, zeig's ihm. Du gibst mir Hilfestellung. Na, läuft das denn heute noch mal Augenblick. Was? Ja. Er läuft schon rot an. Hoffentlich springen ihm nicht seine Augen raus. Na, alles klar, Dad? Es ist ganz einfach, wenn man weiß, worauf es ankommt. Ja? Weinst du jetzt, Dad? Nein, Mark, ich weine nicht. Los, deck den Tisch, Mark. Hey, hast du dir was verrenkt? Ich schlag dich K.O. Hey, sag mal, weißt du noch, wie wir damals zu dieser Sportschule gegangen sind, weil wir Donna Gilmore beeindrucken wollten? Donna Gilmore? Seit Jahren habe ich nichts mehr von ihr gehört. Kumpel, damals saßen wir zwei mit ihr oft in unserem 68er Impala. Das Verdeck runter, ihre blonde Mähne wehte im Wind. Oh, ein heißes Modell war das. Finde ich auch. Was für ein Auto. Da steckt ein 327er Maschinchen drin. Und ein Super Holley 850 CFM Vergaser. Ein Spezialzylinderkopf und zwei verchromte Krümmerrohre. Hey, weißt du, was hier drin ist? Ich weiß, was da drin ist. Ein Foto von unserem Impala. Haube auf. Haube auf. Haube zu. Das war ein heißer Schlitten. Der Impala wäre heute ein Klassiker, wenn nicht das kleine Feuer gewesen wäre. Ich bin sicher, ich hatte den Benzinschlauch festgezogen. Das war nicht meine Schuld. Nein. Ah, ja, das war eine tolle Zeit. Stimmt's, Junge? Ja, das war's. Ja. Wünschst du dir auch manchmal, es wäre wieder so wie früher? Ja, das wäre toll. Aber die Gegenwart ist auch schön. Es ist nicht dasselbe. Los, sieh mir in die Augen. Das waren die spitzenmäßigsten Momente unseres Lebens. Ja, es war schön. Es war schön. Stu, ich habe mit Jill geredet. Wir haben heute Familienabend. Augenblick. Und, ich fühle mich bereits als Familienmitglied. Ich wollte eigentlich und was sagen... was brauchen wir jetzt? Noch ein Bier? Ich habe gar keins mehr. Hätte ich dran denken sollen. Dann hole ich eben schnell was. Wo ist meine Jacke? Oh, Stu, willst du etwa gehen? Ah, ja. Es war sehr schön, dich zu sehen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Das werden wir. Schon in 15 Minuten. Ja, ich hole nur Bier. Bier? Mein Beitrag zum Abendessen. Wie nett. Dankeschön. Jill, dieser menschliche Parasit da drüben ist immer mein bester Freund gewesen. Du solltest ihm öfter Weihnachtskarten schicken. Da war er endlich. Na, willst du mal das Chili probieren? Ich habe nur gesagt, er geht nach einem Bier, aber nicht, dass er nicht wieder erscheint. Hier. Gut. Hm. Ich weiß, wir waren alle zusammen auf dem College, aber magst du... Bist du heute noch? Ich weiß, er kann ziemlich nerven, aber wir haben tolle Sachen erlebt. Mhm. Aber wenn du ihn jetzt erst kennenlernen würdest, glaubst du, dass ihr auch Freunde werden würdet? Ja. Wirklich? Er ist sehr witzig. Dafür fehlt mir die Antenne. Das ist eine Männersache. Ah. Wilson? Hallo, Nachbar! Was machen Sie da? Ich schmiede mir gerade ein paar Hufeisen. Wären Mokassins nicht ein bisschen bequemer? Nein, 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 Chef. Diese Hufeisen hier, die werfe ich. Sehen Sie sich das an, Tim. Optimal in Form und Gewicht. Aerodynamisch präzise. Ah! Und furchtbar heiß, Tim. Ja, wissen Sie, das ist mein Lieblingsspiel. Vor allem braucht man ein sensibles Handgelenk. Ja. Wilson, kann ich Sie was fragen? Versuchen Sie es doch einfach mal. Ein alter Freund von mir ist gerade hier.
Und ich habe gedacht, wir hätten Spaß miteinander, aber wir reden immer nur über den Spaß, den wir miteinander hatten. Erinnerungen können doch was Schönes sein. Aber er denkt, ich bin derselbe wie vor 15 Jahren. Ich versuche, derselbe zu sein, aber das bin ich nicht mehr. Anscheinend denkt Ihr Freund ununterbrochen an die Vergangenheit. Und Sie sind ein Mensch, der an die Zukunft denkt. Richtig, der Typ ist völlig anders. Wenn ich mir vorstelle, ich zerquetsche Bierdosen auf meiner Stirn, bekomme ich Krampfadern am Hintern. Ja, das kenne ich. Du musst dich's auch aufgeben. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Mir scheint, es fällt Ihnen schwer, sich endgültig von ihm zu trennen. Warum sollte ich das denn machen? Er ist mein bester Freund seit mehr als 15 Jahren. Stimmt das wirklich, Tim? Oder war er vor 15 Jahren Ihr bester Freund? Ich glaube, beim heiligen Paulus steht geschrieben, als ich ein Kind war, habe ich wie ein Kind gesprochen. Ich habe alles verstanden wie ein Kind und ich habe gedacht wie ein Kind. Aber als erwachsener Mann habe ich alles Kindliche abgelegt. Hey, rat mal, wen ich in dem Laden getroffen habe. Mike Forsche und Tino. Hey, Tino und Forsche, was machen die beiden jetzt? Ah, die zwei sind immer noch schräge Vögel. Die wollen jetzt in den Club Piranha und auf die Putz hauen. Ich habe ihnen gesagt, wir beide kommen nach. Ich möchte nicht in den Club Piranha. Aber du musst mitkommen. Weißt du noch, auf dem College haben wir mal 36 Stunden nicht geschlafen und sind dann die ganze Strecke nach Mexico City gefahren. Mit angezogener Handbremse. Ja. Ich möchte heute nicht weggehen. Warum denn nicht? Stu, wir wollen zu Hause Fernsehen, Video gucken und Chili essen mit den Kindern. Ja, verstehe. Die Familiensache. Aha. Kein Problem. Ich rufe Tino und Forsche an, die holen eine Kiste Bier und kommen beide her. Nein, Stu. Nein. Hey, das sind doch Tino und Forsche. Komm, es wird wie damals sein. Ich sag dir was, geh du in den Club Piranha und ihr feiert heute Abend zu dritt. Was denn ohne dich? Komm mit, das wird wie damals, Tim. Stu, aber heute ist nicht damals. Dad, Essen ist fertig. Und kann ich jetzt Video gucken? Nein, noch nicht. Dann nicht. Was wollt ihr denn sehen? The Sound of Music. The Sound of Music. Vielleicht fahre ich doch in den Club zu Forsche und Tino. Wärst du mir böse, wenn ich nicht mit euch esse und runterfahre? Nein, ganz und gar nicht. Hau ab. Dann enttäusche ich aber Jill, hä? Das wird kein Problem sein. Sie weint bestimmt, aber ich glaube, ich kann sie trösten. Oh, wie schön. Wir haben sogar Tischmusik. Bitte hört auf. Perfektes Timing. Komm, Onkel Stu, setz dich zu uns. Ja. Tja, meine Freunde, ich muss leider abhauen. Jill, ich weiß, ihr werdet bestimmt furchtbar enttäuscht sein. Aber Stu kann weder zum Essen noch zum Film hierbleiben. Oh. Ich habe ein paar alte Kumpels getroffen. Wir wollen zusammen ausgehen und Kaffee trinken und reden. Kaffee? Mach's gut, Jill. Es war schön, dich wiederzusehen. Hat mich auch sehr gefreut. Also, macht's gut, Jungs. Yeah! Wiedersehen. Mach's gut. Wiedersehen, Onkel Stu. Wenn ihr drei euch heute Abend volllaufen lasst, dann nehmt ihr ein Taxi, ja? Dann fahre ich immer Taxi. Hey, das nächste Mal, wenn ich hier bin, dann gebe ich dir ein bisschen früher eine Vorwarnung. Ja, tu das. Wir können immer noch zusammen sein. Ausgehen. Blöde Witze reißen. So wie in alten Zeiten, hä? So wie in alten Zeiten. Ja, mach's gut. Alles Gute. Hey, weißt du was? Nimm das Bier. Nein, das nimmst du mit. Na los. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Na, ist alles in Ordnung? Aber ja. Alles klar, Dad, der Film kann laufen. Na gut, dann mal los. Habt ihr alle freie Sicht? Ja, ja. Augenblick, ja. Ich hole meine Papiertaschentücher. Alles klar. Fertig? Ja. Aber das ist nicht Sound of Music, das ist eine Panzerhölle. Ja! Das letzte Mal zeigten wir, wie man ein Aluminium-Doppelfenster in einem vorhandenen Holzrahmen anbringt. Heute hängen wir eine Doppeltür in einen vorhandenen Holzrahmen. Und die Hauptsache dabei ist das Einhängen der Tür. Hängt sie irgendwie falsch, gibt's ein Problem. Hm? Tja, du musst es ja wissen, Tim. Wenn man eine Tür anbringt, kommt es vor allem darauf an, dass die Scharnierbänder sehr präzise an Tür und Türpfosten angebracht werden. Vielen Dank, Tim. Und denken Sie auch bitte immer daran, dass Türen im Laufe der Zeit zum Verziehen neigen. Je älter eine Tür wird,
desto mehr verzieht sie sich. Tja, manchmal vergessen wir, dass sich etwas im Laufe der Zeit ändert. Also immer dran denken, die Türen häufig überprüfen. Vielleicht schließen sie nicht mehr so gut, wie sie glauben.